hergeben. Herzlich willkommen zu deinem ersten Interview im FCA TV. Du warst heute Vormittag schon beschäftigt mit Wohnungssuche. Du bist immer noch auf der Suche nach einer Bleibe. Hast schon was in Aussicht? Ehrlich gesagt, mache ich jetzt erst eine Wohnung besichtigen. Es ist doch nicht so einfach, hier eine Wohnung zu finden, aber ich glaube, dass ich demnächst schon eine Wohnung finden werde. Bist jetzt gut 2 Wochen da. Wie hast du dich abseits der Wohnungssuche so eingelebt? Wie findest du es hier in Augsburg? Ist ja doch ein recht großer Unterschied von der 15-Millionen-Metropole ins beschauliche Augsburg. Ja, eigentlich sehr gut. Ich verstehe mich auch sehr gut mit den Jungs in der Mannschaft. Also es ist so, dass sie mich auch sehr gut aufgenommen haben. Wir gehen hin und wieder mal gemeinsam essen oder sie rufen mich zu sich nach Hause, dass wir dort chillen, Fußball schauen, Champions League oder was auch immer. Sie erleichtern mir das Ganze. Du hast bei deiner Ankunft gesagt, du wolltest schon immer mal in der Bundesliga spielen. Was macht die Liga für dich aus? Was ist so besonders an der Bundesliga? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Liga, Top-5-Liga. Man kann sich natürlich zeigen, beweisen. Jeder schaut auf die Liga natürlich. Und ich glaube, es ist immer was ganz Besonderes, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Jetzt hast du schon 2 Spiele absolviert. Den FCA-Fans ist deine Wucht und deine Präsenz da vorne drin aufgefallen. Wie bewertest du selbst deine ersten 2 Auftritte? Ja, ich glaube, sehr ordentlich. Aber ich glaube, es geht noch viel mehr. Also ich glaube, ich bin jetzt noch in der Anfangsphase. Ich kenne natürlich noch nicht 100% die Abläufe oder beziehungsweise meine Mitspieler kennen noch nicht die Abläufe von mir. Ich glaube aber, in der nächsten Zeit werden wir noch viel gemeinsam siegen. Mit deiner Spielweise hast du auch den U21-Nationaltrainer im letzten Jahr überzeugt. Du warst ja bei der Europameisterschaft mit dabei, habt den Titel geholt, unter anderem zusammen mit Niklas Dorsch und Arne Meyer. Waren die auch mit ein Grund dafür, dass du dich für den FCA entschieden hast? Ehrlich gesagt war es so, dass ich hin und wieder mal Kontakt mit denen hatte, aber es war jetzt nicht das Ausschlaggebende, dass ich hierher gekommen bin. Ich glaube, dass das Vertrauen von dem Trainer und von den Verantwortlichen natürlich das Ausschlaggebende war, dass ich dann hierher gekommen bin. Neben Niklas Dorsch und Arne Meyer, mit wem hast du schon näheren Kontakt hier? Wer sitzt zum Beispiel bei dir in der Kabine? Neben mir sitzt Ruben und mit dem habe ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wenn wir jetzt mal ein Jahr vorausblicken, wann wäre denn die Leihe für dich eine gute Leihe? Was erhoffst du dir von diesem Jahr beim FCA? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ich hier wieder Fußball spielen kann, auf dem Platz stehe, der Mannschaft natürlich mit meiner Qualität helfe. Das ist für mich das Wichtigste und natürlich will ich auch der Mannschaft das Bestmögliche zurückgeben. Das nächste Spiel vom FCA ist ein besonderes. Der Rekordmeister kommt zu uns in die Arena und ich glaube, deine persönlichen Erinnerungen an Bayern München sind gar nicht so schlecht. Du hast nämlich bereits 2 Champions-League-Treffer gegen Bayern. Wie waren denn die Spiele für dich gegen den Rekordmeister? Ja, auf jeden Fall sehr was Besonderes. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, gegen Bayern München zu treffen, vor allem nicht in der Champions League. Meine Erinnerungen sind natürlich sehr gut, aber wir wissen natürlich auch, dass es am Samstag kein einfaches Spiel wird. Ich glaube, wir brauchen eine Top-Leistung, um da zu gewinnen. Wie knackt man so eine Mannschaft wie Bayern München? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam natürlich mutig spielen. Jeder gibt für den anderen alles. Der Zusammenhalt natürlich. Wie gesagt, ich glaube, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, das weiß jeder. Aber ich glaube, wenn wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen, dann sind wir eine sehr, sehr gute Mannschaft. Was feststeht und was, glaube ich, auch wichtig ist für Samstag, die Hütte wird voll, das Stadion ist ausverkauft. Ich glaube, das pusht euch nochmal vorne. Abschließend dein Tipp für Samstag, was meinst du, wie geht's aus? Ich bin echt schlecht in Tippen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen und hoffen das Beste, hoffen auf einen Sieg. Mergin, vielen Dank fürs Erste. Viel Erfolg noch bei der Wohnungssuche. Ich hoffe, du findest bald eine Bleibe, dass du komplett hier ankommst. Und viel Erfolg für die kommende Zeit beim FCA. Danke, vielen Dank.